Heute zeige ich euch 12 Tricks, die man bei Verspannungen jederzeit nebenher machen kann. Wenn man den ganzen Tag am Bildschirm sitzt, kann sich der Körper schnell verspannen. Aber das muss nicht sein, denn es gibt verschiedene Übungen, die man an Ort und Stelle gezielt ansprechen kann, um Schmerzen zu lindern. Unterer Rücken. Lehn dich nach vorne im Stuhl und führe das eine Bein am Oberschenkel sanft zum Körper. Halte diese Dehnung für 30 Sekunden. Schultern. Hole tief Luft und hebe deine Schultern nach oben bis zu den Ohren für 3 Sekunden. Dann atme aus, während deine Schultern wieder nach unten gehen. Füße. Stelle den hinteren Fuß auf die Spitze, dann kannst du ihn immer wieder leicht nach vorne drücken und so den Fußrücken dehnen. Handgelenke. Wer stundenlang vor der Tastatur sitzt, dem tun irgendwann die Handgelenke weh. Balle beide Hände zu Fäusten und strecke sie vor dir aus. Dann machst du 10 Drehungen nach rechts. Wenn du fertig bist, machst du anschließend noch 10 Drehungen nach links. Brustmuskeln. Lege die Hände hinter den Kopf, dass deine Arme aussehen wie Flügel. Drücke die Arme nun nach unten, dass sich deine Schulterblätter berühren und halte diese Dehnung für 30 Sekunden. Hüfte. Setz dich auf die Kante eines Stuhls, dreh dich so, dass du in der Hocke bist und ein Bein einen rechten Winkel hat und das andere nach hinten gestreckt ist. Dann halte den Oberkörper möglichst aufrecht und drück das Bein, das nach hinten gestreckt ist, nach unten und halte diese Position für 30 Sekunden. Gesäßmuskulatur. Aufrecht sitzend positionierst du deinen rechten Knöchel auf deinem linken Knie. Dann gehst du mit geradem Rücken nach vorne. Nach 30 Sekunden darfst du wieder in die Ausgangsposition zurückgehen, um es mit dem anderen Knöchel zu versuchen. Oberer Rücken. Die Hände sollten dabei die Schultern berühren. Dann atme tief in die Brust 10-mal ein. Knie. Lehn dich nach vorne im Stuhl mit geradem Rücken und lege die Füße flach auf den Boden. Stell dich langsam hin und behalte den Rücken gerade und bleibe 5 Sekunden stehen. Dann setze dich wieder kontrolliert und langsam auf den Stuhl. Nacken. Mit geradem Rücken lehnst du dich nach vorne. Beuge den Kopf zur Seite, bis du die Dehnung spürst und halte die Position für 30 Sekunden. Dasselbe machst du mit der anderen Seite. So bleibst du immer entspannt und locker. Viel Spaß mit diesen genial gymnastischen Tricks!